Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbauvideo. Heute zeige ich euch meine Version der Tiny House Bau Challenge. Das ist eine Bauchallenge, die von mir erstellt wurde. Ich verlinke euch das Video dazu mal hier in der rechten oberen Ecke. Und ja, ich hatte euch hier dieses Fundament, was ihr eben gesehen habt, mit ein paar Wänden und zwei Objekten drauf, in die Galerie hochgeladen. Und die Bauchallenge war es dann, oder ist es immer noch, daraus ein funktionierendes Tiny House zu bauen. Und ich habe schon mal so ein bisschen reingeguckt, was ihr so gebaut habt. Und ich bin so begeistert, ich freue mich so darauf, euch die Häuser dann vorzustellen, die ihr gebaut habt. Aber ja, jedenfalls, ich habe auch ein Haus gebaut. Das Haus wird nicht Teil von der Abstimmung sein, also halt nicht Teil vom eigentlichen Wettbewerb, wenn man so will. Aber ja, ich wollte es auch mal ausprobieren. Und genau, das machen wir hier. Es ist ein modernes Hippie-Haus an einem kleinen See. Häufig, wenn ich Häuser baue, mache ich mir mehr Gedanken darüber, in welchem Stil baue ich denn hier und irgendwie was für ein Sim würde hier wohnen und so. Und hier bin ich wirklich einfach mal blind drauf losgelaufen und habe mal geguckt, was draus wird. Ich hatte so dieses Bild von einem Wintergarten, der über einen See drüber schaut. Und das habe ich gemacht und alles drumherum war so komplett frei improvisiert. Und es war auch irgendwie. Ich bin im Moment gerade so frisch aus der Prüfungsphase in der Uni raus und das ist so das erste Haus, was ich danach gebaut habe. Und ich hatte einfach so Lust auf so ein Haus, was einfach Spaß macht zu bauen. Und halt so, das war's. Also das ist das, was es hier geworden ist. Die Bau-Challenge läuft noch bis zum 29.02., bis Ende Februar. Also wenn ihr das Video hier an dem Tag, an dem es erscheint, schaut, dann habt ihr noch fast eine ganze Woche Zeit mitzumachen, falls ihr mitmachen möchtet. Also, ja, ich dachte, ich sage das hier nur dazu. Also, falls ihr mitmachen möchtet, könnt ihr das noch gerne machen. Schaut in das Video rein, was ich gemacht habe über die Challenge. Da erkläre ich, was die Regeln sind, was man machen kann, um mitzumachen, was die Gewinner bekommen und so weiter und so weiter. Also, ja. Und ja, ich freue mich sehr darauf, euch die Häuser vorzustellen. Und am Ende gibt es dann eine Abstimmung, wo ihr selbst abstimmen könnt, welche Häuser euch am besten gefallen haben. Und ja, das ist das. Und genau. Wie ich schon gesagt habe, ich hatte hier so diese Vorstellung von einem Wintergarten mit irgendwie einem schönen Sofa. Und dann guckt man so von dem Wintergarten auf den See, was ich hier gemacht habe. Und der Rest ist wirklich so sehr bunt gemischt an Stilrichtung. Das Haus selbst ist so sehr kubistisch eigentlich. Also nicht sehr kubistisch, aber es ist halt so dieser moderne Stil, wo es halt so ein bisschen boxig ist irgendwie. Trotzdem haben wir sehr viele auch altmodische Elemente drin. Und eigentlich passen viele Sachen stilistisch nicht wirklich gut zusammen. Aber ich finde, es sieht einfach hübsch aus. Also habe ich es trotzdem einfach gemacht. Und ja, es ist ja Sims, da kann man das ja ohne Probleme machen. Im echten Leben auch, das ist nur vielleicht schwieriger, das irgendwie zusammenzusuchen alles, aber ja. Wir haben hier viele bunte, fröhliche Farben. Das lag einfach daran, weil ich hier mit diesem schönen Sofa angefangen habe, was da im Wintergarten steht und das ist so bunt und dann dachte ich, das sieht komisch aus, wenn nur das Sofa bunt ist und dann wollte ich andere Sachen auch noch bunt machen und ja, das Einzige, was hier natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass man nicht auf den See rausguckt, während man auf dem Sofa sitzt. Aber irgendwie wollte ich ein Bild haben von diesem Sofa, wo man gleichzeitig den See dahinter sehen kann. Also ist es jetzt so, wie es ist. Außerdem glaube ich, das wäre auch von dem Raumplan her schwierig gewesen, das Sofa so zu stellen, dass man vom Sofa aus auf den See schaut, weil dann würde es eine Tür blockieren und ich glaube, das wäre so ziemlich sperrig mitten im Raum, aber ja. Wir haben hier eine winzige, winzige Küchenzeile, die ich aber sehr putzig finde irgendwie, die so mit Halbwänden und Verzierungen und Säulen vom Rest des Raumes abgegrenzt wird. Und wir haben hier ziemlich viel einfach an Deko-Objekten, die rumstehen. Also es ist wirklich kein minimalistischer Stil, sondern einfach nur das stellen wir dahin und das stellen wir dahin und ja, ich finde gerade in dem Stil funktioniert das hier echt gut. Hier wohnt ein Sim, der gerne malt, weil ich habe irgendwann hier dann eine Staffelei platziert. Also behaupte ich einfach mal, hier wohnt dann ein Sim, der gerne malt. Und ich finde, es wirkt auch wie ein Haus von einem künstlerischen Sim. Also ja, das habe ich dann hier
so gemacht. Und genau, ich habe so ein paar Verzierungen aus Jahreszeiten verwendet, die eigentlich so für besondere Feste oder so eigentlich gedacht sind, so für Ostern oder Frühlingsfest oder was auch immer. Aber ich fand einfach, die sahen hübsch aus, also habe ich sie auch hier benutzt und verwendet. Ich finde nicht, jedes Haus fühlt sich im Vergleich zu den anderen Tiny-Häusern, die ich gebaut habe. Also ich habe, seit die Erweiterung Tiny Houses rausgekommen ist, oder Tiny Living heißt es, glaube ich, habe ich zwei Tiny Häuser gebaut. Und beide haben sich irgendwie mehr angefühlt wie ein Tiny House. Ich finde, hier hat man nicht so unbedingt so dieses Gefühl, oh, es ist jetzt absichtlich klein gehalten als Haus, sondern irgendwie, ich finde, man merkt es gar nicht so sehr. Vielleicht auch, weil wir so ein abgetrenntes Schlafzimmer haben, was wir in den anderen Häusern nicht hatten. Eins der Häuser war halt auch viel kleiner als das jetzt hier. Also, ich meine, da war es irgendwie logisch, dass es sich angefühlt hat wie ein Tiny House. Es war ja auch gleichzeitig ein Baumhaus. Und ja, ich mag total immer noch diese Tapeten aus Dschungelabenteuer oder diese Wände. Ich weiß nicht, ob es eine Tapete ist. Es ist eher wirklich wie eine verputzte Wand, die wir jetzt hier haben in diesem Gelb. Und dann gibt es ja Fliesen, die dazu passen aus Dschungelabenteuer. Ich glaube, ich werde niemals müde werden, die zu verwenden. Die machen irgendwie einfach gute Laune. Es sind teilweise gar nicht so leuchtende Farben. Also hier das Gelb ist ja schon irgendwie ein recht gedecktes Gelb. Und trotzdem, ich finde es so schön und ich finde, das passt auch in so viele verschiedene Häuser, in moderne Häuser, in eher traditionellere Häuser, jetzt in so ein Fantasiehaus, wie jetzt hier das hier. Also ja, fand ich sehr schön. Und ich liebe dieses Bild, was ich eben platziert habe, da das. Da sehe ich immer den Gewürzmarkt von San Myshuno drin. Und ich liebe ja diese Nachbarschaft. Ich habe ja auch ein ganzes Let's Play, was eigentlich nur da spielt. Und ich habe so das Gefühl, wenn einer der Sims aus dem Apartment Nummer 4 Let's Play mal nicht am Gewürzmarkt leben sollte, dauerhaft, dann muss der Sim irgendwie dieses Bild in seiner Wohnung oder seinem Haus haben, irgendwie so als Erinnerung daran und vielleicht auch so ein bisschen. Ja, weil man Heimweh danach hat oder so. Und ja, und irgendwie geht hier die Stimme weg. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Ja, hier ist das Schlafzimmer. Hier haben wir auch. Ich glaube, das ist ein Bett aus Dschungelabenteuer. Ich könnte mich irren, aber ich meine, es wäre daher, weil da so leuchtende Farben einfach dabei sind bei den einigen der Objekten aus Dschungelabenteuer. Passt das einfach ganz gut in die Hippie-Häuser. Wir haben hier ein Bild aus Jahreszeiten über dem Bett hängen. Und ich vergesse manchmal, dass es aus Jahreszeiten ist, weil die Berge, die da drauf zu sehen sind, aussehen wie die Landschaft von Strangerville. Und ich würde sagen, innerhalb von der Sims-Welt ist das auch ein Bild von Strangerville. Und ich hatte mich damals gefragt, weil Jahreszeiten vor Strangerville rausgekommen ist, dass das sozusagen wie so ein kleiner Teaser war, um schon zu zeigen, oh, hier kommt demnächst so eine Welt irgendwie. Man würde es nicht denken. Man würde es nicht vermuten, nur weil man das Bild sieht, oh, jetzt kommt so eine Welt, aber irgendwie so, ich weiß noch damals, als Gaumenfreuden rauskam, war es ja auch so, dass relativ bald danach die Kleinkinder ins Spiel kamen. Und wenn man bei Gaumenfreuden guckt, bei dieser Kochstation, da hängt auch so ein ganz kleiner Teddybär dran. Und irgendwie manchmal gibt es so kleine Hinweise im Spiel, auf das, was als nächstes kommt. Und ja, keine Ahnung, irgendwie bei diesem Jahreszeitenbild frage ich mich irgendwie so, hatte das was damit zu tun, dass er nach Strangerville kam? Strangerville ist irgendwie auch so eine Erweiterung, die vergesse ich manchmal, dass es die gibt. Weil irgendwie in die Strangerville-Welt gehe ich auch eigentlich nie mit meinen Sims, weil halt da eben noch diese Infektion mit diesen Pflanzen ist und ich das halt nicht unbedingt halt spielen möchte in jedem Spielstand. Und ich finde das so merkwürdig, weil Strangerville außer Inselleben die einzige Erweiterung ist, für die ich ein ganzes Let's Play gemacht habe. Und ich vergesse sie ständig. Und ja. Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil das Let's Play so untypisch für mich war. Also halt, weil Strangerville halt auch so eine storybasierte Erweiterung ist. Und die meisten Sims 4-Erweiterungen sind das ja nicht. Und dann irgendwie fällt das für mich ohnehin so ein bisschen aus der Reihe. Und dann denke ich nicht dran, dass das auch Sims 4 ist. Vielleicht so, aber ja. Manchmal denke ich noch gerne an das Let's Play zurück und denke mir nur so, du hast echt ein ganzes Let's Play mit einem Nudelsieb auf den Kopf gemacht, Amimi. Das vergesse ich manchmal und dann fällt es mir wieder ein und dann muss ich drüber lachen. Ja, wir sind jetzt hier schon fast am Ende der Einrichtung. Wir gehen nachher nochmal zurück und fügen in der Einrichtung selbst noch so ein paar Details hinzu. Das war einfach, ich habe dieses Haus gestern Abend gebaut, noch recht spät.
Und als ich dann heute angefangen habe, das Hausbauvideo zu schneiden und so weiter, dachte ich, ach komm, du warst gestern Abend so müde, geh nochmal zurück und schau noch, ob du irgendwas findest, was du noch irgendwie verbessern und ändern möchtest und so weiter. Heute Morgen so mit dann so frischem Blick und ausgeschlafen und so weiter. Und ich hatte so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, oh, da möchte ich noch das und das machen. Also ja, deshalb ist das, warum wir das Haus hier eigentlich fertig gestalten und die Außengestaltung machen und dann springe ich wieder nach drinnen und ändere da nochmal was. Also ja, und ich liebe sehen in den Sims, also im echten Leben auch, aber hier auch. Und wir haben hier nicht wirklich die Option, das hier zu erstellen. Deswegen ist es eigentlich ein Pool mit einfach einer anderen Poolfarbe vom Wasser her und einfach Pflanzen und Steine drumherum, die so ein bisschen den Rand kaschieren. Früher habe ich das immer so gemacht, dass ich halt wirklich den kompletten Rand mit Steinen bedeckt habe und mit Pflanzen bedeckt habe und so weiter. Aber inzwischen bin ich erstens so ein bisschen zu faul dafür. Und zweitens finde ich, es stört gar nicht so sehr, wenn man hin und wieder da auch so ein bisschen Rand sieht. Und sonst sieht es direkt wirklich so sehr dschungelmäßig aus, weil halt so viele Pflanzen da sind. Also ja, haben wir das jetzt erstmal so gelassen. Und ich habe super viele Bäume drumherum platziert, einfach damit man so die Stadt drumherum nicht so sehr sieht, weil ich finde, es wirkt irgendwie wie ein Haus, was eigentlich so mitten in der Natur platziert wäre. Und ja, oder halt irgendwie halt nicht irgendwie in der Stadt oder in einem Dorf, sondern halt schon so ein bisschen abseits von allem. Und ich habe die Bäume drumherum platziert, damit man Willow Creek drumherum hier nicht so sehr sieht. Es ist schon eine eher ländlichere Gegend, in der wir hier sind. Also das funktioniert schon ganz gut, aber ja, dafür sind die Bäume hier da. Und weil sie hübsch sind. Ja. Genau, und ich habe ganz viele Wildblumen und irgendwie hohes Gras und so weiter hier drumherum platziert. Es sollte halt wirklich einfach aussehen wie Natur. Also ich wollte halt auch, dass der See so aussieht, als wäre halt schon eher ein natürlicher See oder Teich. Ja, ein Teich ist ja jetzt nicht so groß und jetzt nicht irgendwie extra künstlich angelegt für dieses Haus. Und ja, vielleicht auch, das Grundstück drumherum gar nicht so sehr wirklich zum Anwesen selbst gehört, sondern halt wirklich nur das Haus selbst. Ich habe halt diesen Zaun drumherum gezogen, auch um so ein bisschen das als Blickschutz zu machen auf die Straße drumherum und so. Aber ja. Ja, und hier machen wir noch ein bisschen Bodenbemalung, damit es noch ein bisschen realistischer aussieht. Und dann springen wir gleich in den Teil, den ich heute Morgen gemacht habe. Genau, hier, da habe ich noch so ein paar Details hinzugefügt. Manchmal, wenn ich müde werde, bin ich beim Bauen so detailfaul. Dann denke ich mir nur, na, reicht, reicht, wenn ich einrichte. Und dann halt irgendwie, wenn ich dann nochmal zurückgucke, denke ich, ach, guck, da könntest du das noch machen. Und hier, das wäre doch interessant. Und hier, das wäre doch schön. Und ja, deswegen bin ich da heute Morgen nochmal zurück und habe so ein paar Deko-Sachen noch hinzugefügt. Ja, ich liebe wirklich hier diesen Teil vom Haus. Den finde ich so schön mit diesem Sofa und diesem Wintergarten. Ich denke, oh, da fühle ich mich direkt irgendwie so erholt, wenn ich da hinschaue. Da würde ich Sommerurlaub machen. Auf diesem Sofa. Ja. Das ist dann hier der Raum noch. Ich glaube, wir hängen noch ein Bild auf. Und dann ist hier der Raum aber eigentlich auch fertig. Und dann kommt eigentlich auch nur noch so ein bisschen Außengestaltung, genau. Wir haben hier auch wieder eine Dachterrasse. Wenn man es so ein bisschen clever anstellt, dann werden die Fliesen nicht gezählt, die oben auf dem Dach auch nochmal drauf sind. Das heißt, man hat eigentlich viel mehr Platz, als man eigentlich haben dürfte. Da hat man sozusagen das Spiel so ein bisschen, ich will nicht sagen, man hat nicht gecheatet, aber man hat so ein bisschen so seine Grenzen, die man hat, erweitert, ein bisschen ausgenutzt. So. Und das habe ich hier auch gemacht. Ich denke halt auch irgendwie so, man ist hier direkt an diesem See. Man würde sich wahrscheinlich super gern draußen aufhalten wollen. Und hier sind wir in den Screenshots und man sieht, das Wetter war schlechter als beim Bauen, weil es ist direkt viel dunkler, weil es bewölkt war an dem Tag, an dem ich hier die Screenshots gemacht habe. Ja, aber hier seht ihr mein Lieblingsteil vom Haus. Hier diese Ecke mit dem Sofa. Ich finde es so hübsch und gemütlich irgendwie. Ich finde Wintergärten generell so gemütlich. Hier haben wir die Küche auch in total fröhlichen Farben mit dem Gelb und dem hellen Blau und dann so den Details drumherum, die teilweise eher so ins Orange tendieren, finde ich total hübsch. Hier haben wir den kreativen Bereich mit Musik, Staffelei und Bücherregal. Hier haben wir das Badezimmer. Ist auch, finde ich, ein schönes Badezimmer mit diesem Türkis-hellblau in Kombination mit dem Gelb. Hier haben wir einen Esstisch mit drei Stühlen. Also man kann hier doch mit einigen Sims dran essen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Deko-Objekt dafür sorgt, dass da der Sim den Teller in der Hand hält und nicht auf den Tisch stellt. Aber
Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Hier haben wir jetzt die Dachterrasse mit dem Tisch und den Sonnenliegen. Man könnte hier natürlich auch irgendwie eine Yogamatte oder so hin platzieren, wenn man das lieber machen würde mit seinen Sims. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!